So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Lego Jurassic World Wundertüten. Zwei verschiedene. Einmal, das kennt jeder, dieses Plastikkunststoff, einmal Papier. Einmal 6 Euro und einmal, wie teuer ist die denn nochmal? Aber müsste genauso viel sein. 7 Euro, 1 Euro teurer. Weil das Papier ist 1 Euro teurer. Nein, natürlich die Maxi-Pack und die Dinosaurier-Action. So, was ist anders? Gar nichts. Überall sind Figuren drin, die möchte gern Dinos. Da ist der Anhänger drin. Hier sind 1, 2, 3 Figuren. Hier sind 1, 2, 3 Figuren. Zwei Hänger. Also vom Prinzip her und das Bild ist diese Maxi-Pack besser und besonders von Preis, 1 Euro billiger, wenn ihr sie noch kriegt. Das sind die ganz neuen, die sind vereinzelt noch so, ich sag mal die großen Einkaufsketten, Kaufland und sowas, ihr wisst, die legen sie einfach in die Ecke, da müsst ihr gucken. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt mit die neuere an, die Papiertüte, was darin ist und dann diese hier. Dann habe ich jetzt zurzeit keine Jurassic World mehr. Hey, passt, also. Und ich werde euch natürlich irgendwas von Lego Jurassic World unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke, danke, danke dafür. Unterstützt ihr meinen Kanal. Aber das wisst ihr ja alle. So, jetzt öffnen wir sie. Schauen wir, was wir haben. Wie gesagt, hier ist 1 Euro teurer. Der möchte gern. Dino. Hat mir gerade noch gefehlt. Ja, hat mir echt noch gefehlt. Und ja, das geht wenigstens. Warum? Weil diese Rotorblätter, die kann man auch Batman gebrauchen. Ja, das ist so. Die Dino ist ja sowieso immer einzeln. Oh. Das haben wir jetzt Kleber. Obwohl die Dinos, ihr wisst ja, ich mag sie sehr gerne, die kleinen. Aber diese mit den lilanen Rücken, die hatten wir schon so oft. Da muss ich jetzt aufpassen, jetzt gleich mal wegtun. Die Tüte ist kaputt. Kann ich gleich mal wegtun bei der Batman-Serie. So wie ich das gerade gesagt habe. Also wie gesagt, das hier, diese Tüte kostet 7 Euro. Pro Tütchen, was hier liegt, gehen wir von aus 3,50 Euro. Fertig. Wir zählen jetzt die Magazine nicht mit und sowas. Nur wir gehen von den Tütchen aus. Wir sind Lego-Sammler. So, und das hier 1 Euro billiger. 3,50 Euro pro Tütchen. Jetzt gucken wir, was wir da für Tütchen kriegen. Für 3 Euro. Auf jeden Fall das alte, schöne Knacken. So, da haben wir jetzt. Seht ihr, da ist dasselbe Dino drinne in lila, gab es mir schon sehr, sehr oft. Hier ist der Hänger bei. Aber schon mal interessant. So, besser wie der möchte gern Dino. Und dann natürlich, ich hätte das Wort möchte gern Dino nicht sagen sollen. Aber ihr seht es. 3,50, 3,50, 3, 3, 3, 3, 3,50, 3,50. So, was ist besser? Jetzt sagt der ein oder andere, da ist eine Figur bei. Da ist ein Dino, ist alles gleich. Aber in Wirklichkeit passt nichts. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und natürlich, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch letzte Zeit Wundertüten gekauft von Lego? Und wenn ja, welche? Ich verlinke euch was von Lego Jurassic World. Danke dafür. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.